Herzlich willkommen zum Video über Parallele und Senkrechte. Jeder von euch weiß, was Parallele und Senkrechte so allgemein sind. Aber wir wollen es jetzt mathematisch mal etwas genauer betrachten. Nehmen wir uns zwei Geraden, das haben wir im letzten Video gelernt, die nennen wir G und H. Und diese beiden Geraden schneiden sich zufälligerweise in einem 90-Grad-Winkel. 90-Grad-Winkel nennt man auch rechter Winkel und der wird mathematisch bezeichnet mit einem Punkt in dem Winkelkreis. Wenn sich zwei Geraden in einem rechten Winkel schneiden, so sagt man, G ist senkrecht oder auch orthogonal zu H. Aufschreiben, mathematisch macht man das, indem man schreibt G und dann zwei Striche, die aufeinander senkrecht stehen, zu H. Und damit ist G die Senkrechte oder auch das Lot zu H. Umgekehrt natürlich auch, ich kann die beiden Geraden ja auch andersherum benennen. Wie sieht das jetzt aus, wenn die beiden Geraden sich gar nicht schneiden? Niemals. Wenn die sich niemals schneiden, haben sie immer den gleichen Abstand zueinander und das bedeutet, sie sind parallel zueinander. Parallel kann man mathematisch auch ausdrücken, nämlich als G und dann zwei senkrechte Striche H. Das heißt, G ist parallel zu H. G und H sind damit Parallele. Jetzt wird es spannend. Jetzt müssen wir die Senkrechten und später die Parallelen auch zeichnen. Fangen wir mal an. Gegeben ist eine gerade G und ein Punkt auf G. Der Punkt liegt auf der geraden G und durch den soll ich jetzt eine Senkrechte zu G zeichnen. Das ist recht einfach. Ich lege mein Geodreieck an dem Punkt P an. Und zwar so, dass, jetzt gucken wir mal, da wird ein Stückchen wird gelb gefärbt vom Geodreieck. Diese Linie, die erkennt ihr auf dem Geodreieck auch, die soll genau auf meiner Geraden liegen. Und wenn jetzt das Geodreieck durch den Punkt geht und ich dann am Geodreieck die Linie zeichne, dann ist diese Linie eine Senkrechte zu G durch P. Wir können aber auch das sogenannte Lot zeichnen. Von einem Lot spricht man immer dann, wenn gegeben zwar eine Gerade ist, aber der Punkt P gar nicht auf der Geraden liegt. Und man jetzt sagt, ich brauche eine Senkrechte auf G durch P. Dann sagt man auch, fälle das Lot von P auf G. Und das machen wir folgendermaßen. Wir legen wieder unser Geodreieck an, wieder so, dass die Mittellinie genau auf unserer Geraden liegt. Und jetzt aber so, dass der Punkt P auch am Geodreieck anliegt, an dieser Linie. Und zeichnen dann die Senkrechte zu G durch P. Und die heißt dann aber Lot von P auf G. So viel zu den Senkrechten. Jetzt gibt es aber auch noch das Problem der Parallelen. Wenn ich eine gerade G gegeben habe, einen Punkt P, und jetzt soll ich keine Senkrechte durch P zeichnen, sondern eine Parallele durch P, die parallel zu G ist. Was mache ich? Ich lege wieder mein Geodreieck an. Achtung, mein Geodreieck hat so kleine parallele Linien. Die helfen mir als Hilfslinien. Dort kann ich mir eine suchen, die ich genau auf meine Gerade lege. Manchmal allerdings passt das nicht genau. Die Linien liegen 5 mm auseinander. Das heißt, es kann passieren, dass ihr bis zu 2,5 mm Abstand habt, aber das kann das Auge ganz gut sehen, ob die Linie dann wirklich gerade und parallel zu meiner geraden G ist. Und jetzt kann ich einfach die Gerade durch P parallel zu G zeichnen. Wichtig ist bei all diesen Sachen, wir sprechen hier von Zeichnungen und Zeichnungen mit Hilfe vom Geodreieck sind keine Konstruktionen. Uns reichen in der 5. Klasse Zeichnungen. Ihr sollt nur wissen, dass es keine Konstruktionen sind. Viel Spaß beim Üben!